Herzlich willkommen zur Weiterfolge auf der Karte über Thüringen. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Ich danke fürs Reinschauen. Wir machen jetzt weiter auf für Unkrautbekämpfung, Feld 38. Ist das nicht ein schöner Vollmond? Ist ja fast wie echt. Wir sind eierig, aber auf geht's. So, wir machen jetzt Unkraut. Und dann wachsen wir auf Wachstum. Warten wir auf Wachstum. Denn sobald wir jetzt Unkraut fertig haben, dass die eben so noch wächst, dann werden wir also in so einer Stelle, die er nicht gesehen hat. Ah, schön. Das ist nicht schön. Ja, dann werden wir hier mal ganz kurz hier rüberfahren. Das ist zu viele kahle Stellen. Wir werden auch nächstes Mal das so gestalten, dass wir innen anfangen werden und dann auch mit dem Schluss. Aber da muss das Wachstum eigentlich stehen lassen. Und jetzt machen wir auch blauen Dunst im Unkraut weg. In der Hoffnung, dass er hier auch dass er hier noch wächst, also gewachsen ist. So richtig erkennen kann ich keins. Mühe und Not, alles grün. Aber ein bisschen gucken auf die Übersichtskarte nachher, können wir genau sehen, ob es gut wie alles weg ist. So, gut, spritzt aus. Das sieht schon mal gut aus, die gute Richtung passt schon mal ganz grob. Das heißt, wir machen jetzt hier die Richtung weiter. Dann haben wir die auch fast fertig mit Unkraut. Das stimmt auch so 100%. Das ist super. Dann können wir gleich nächsten Gerät anschließen zum Düngen auf Feld 60. Das sieht sehr gut aus. Zeit läuft mit ihm mit. Aber jetzt. Gut. Fertig. Das können wir gleich löschen, da bringt keinen Punkt mehr. Für ein Feld das passt, aber für das Überführung nicht. So, können wir ein bisschen erhöhen, dass es zum einen heller wird, zum anderen damit wir den nächsten Ausschnitt machen können. Um 8 Uhr, wenn ich mich erinnere, war das so, dass es dann wächst. Es ist schon richtig hell. Ja, die Sonne geht auf, Schatten ist auch da. Ja, jetzt ist wirklich schön. Wenn man gleich alles reparieren, wenn man gleich ein bisschen wieder auf 5 gehen. Ja, das reicht. Wir hatten ja repariert, das hatten wir ja. Tank ist nicht so leer. Aber wir werden ihn mal gleich voll machen hier. Das ist ganz wichtig. Wir haben zu 90% brauchen wir bald wieder für Feld 12. Und dann wäre es gut, wenn wir einen vollen Tank haben. Aber wir hängen ihn mal jetzt aus. Weil er wird auch so voll.
Ich muss mal schauen, wo ich das Gerät hingestellt habe. Da ist der Kalke. Suche, was ich neu gekauft habe. Das ist ja irgendwo im Hof. Da ist der kleine Kalke, Baumgewicht, das da vorne. Der müsste hier oben stehen. Irgendwo hier. Gar nicht. Ne, wird gezaubert, ne? Ne, da auch nicht. In der Halle. Ne. Da wird er woanders stehen. Fahr nicht da unten. Was wurde ich versteckt? Okay, sag ich da. Das war also die. Nun was verrückt. Zurückwerfen wäre auch nicht gut. Das wäre ja ein Händler. Wenn die noch weiterfahren. Ah! Der ist da. Der ist ja da. Na, den Tag, den ich geholt habe. Machen wir aus. Weniger Lärm. Sparen. Licht kann man auch ausmachen. Andere Richtung. Oh. Zielwasser. Der ist für Dünger besser geeignet. Etwas größer als der andere. Ups, lade auf, kalt. Und auf geht's. Schauen wir, dass ich Pflege reifen. Und dann werden wir dann gleich auf 60. Vorbereiten vom Düngen. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Ich hoffe, der Kaffee mundet und der Kuchen schmeckt. Oder wie sagt man das? Und hoffentlich ist es nicht mehr so heiß wie heute. Heute sind aktuell draußen sehe ich da 38. Ein Thermometer oder andererseits 39. Ein bisschen in der Sonne ist das auch, aber das kommt ungefähr hin. Dachterrasse hält so keiner aus, weil da ist die Temperatur. Oh, eine Spätzchen damit. Wofür hat sie kostet Dünger? Wahnsinn. Der Dünger ist teuer. Aber Dünger herstellen zur Zeit selber. Müssen wir nur Tiere haben. Tiere haben wir keine. Aber dafür haben wir auch gar kein Geld. Nur wenn man Geld verdient.
auch für eine gute Sojaernte. So, dann müssen wir hoffen, dass das zum Zeug gleich wächst. Können wir mal schauen, wie das aussieht. Ist noch nicht gewachsen. Durch die Büsche. Auf dem Acker. So. Vollbremsung. Aussteigen. Gedüngt. Wachstum. Weizen. Gedüngt 50%. Das ist schon mal gut. Weizen in einer Stunde. Also Viertel neun. Gras in 7 Stunden. Raps 6. Feuerwohn 1,05. Also genauso wie jetzt. Hafer 1,07. Hafer sogar später. Pappeln ist gut, die wachsen die gar nicht. Baumwolle und Zucker, na gut, Baumwolle ist ein Stuss. Das heißt, hier werden wir gleich mal schauen, Das heißt, schauen ist gut. Hier werden wir auf Maximum einstellen, ne? Wir wollen mal sehen, wie das gleich wächst. Und da können wir gleich den Bruder wachsen lassen. Beziehungsweise Kurs berechnen. War kopieren ist gut. Da gibt nichts zu kopieren. 2 36, das ist gute Breite. Ja, stimmt. Das sieht sehr gut aus. Wir müssen nur ein bisschen Geduld haben, bis es wächst. Das wird nämlich gleich passieren. Das müsste gleich passiert sein. Der Unkraut wächst. Doch gar nicht. Ah, jetzt muss ich wachsen. Jetzt ist gewachsen. Das können wir auch wieder einstellen, sonst kommen wir hinterher. So. Okay. Jetzt kommen 36 Meter sein. Stimmt nicht. Das stimmt nicht. Da gucken wir mal ganz schnell mal nach im Verkaufspunkt. Das hier aber nicht. Was wird mir da angeschrieben? So sagt er mir in der Garage. Für den Daten. 20, das ist ein Unterschied. Und dann verkaufen. Verkaufen ist P. Geräte, Saattechnik, Düngetechnik. Das ist der kleine. 26. Da kann auch Kalk. 5000. F-Variante Standard. Also schnell. Also 26. Das heißt neu berechnen. Da steht's auch. Naja, gut, okay. Das sieht ein bisschen besser aus. So, wie gesagt, Soja ist hier am Rand gut gewachsen. Und der Rest ist noch nicht.
Das ist gut Deutsch. Hier wollten wir es auch starten. Und zwar werden wir jetzt hier mal gleich gucken. Hier werden wir auch selber auffüllen, fahren. Rundherum. Zwei. Immer scharf nicht mal. Scharf, scharf. In der Gefahr, dass eine Kurve Probleme hat. Aber er macht diese Kurven schön besser, ne? Auch in der Gefahr, dass wir Lichtmessern die kleinen Fehler im Weg stehen können. Also könnten. Normalerweise nicht, weil er am Feld ist ja nicht drin. So, Dünger läuft, die Aussaat läuft. Natürlich haben wir nicht repariert. Das heißt, wir werden das mal von hier aus machen. So ist der Fendt. Der ist noch okay. Mal die Gewichte gucken. Das Gewicht ist noch nicht so tragisch. Sicher, ne? Ja, die 18 km/h fährt das gut. So, mal schauen, was Soja, was wir da schon alles gemacht haben, was wir beziehungsweise auch jetzt machen können. Da sieht mir noch nicht so gut aus. Wir haben nur den Rand auch nur teilweise. Also 5 Stunden warten, das heißt, jetzt haben wir genau, ja, bei mir ist es, ne? Und den Rand, das ist die Suchstufe 1. Also wenn wir jetzt warten würden, die nächsten 5 Stunden praktisch, dann wäre zumindest die Fläche noch teilweise fertig. Ja, dann machen wir weiter Holz, ne? Er hat keine Pflegebreifung, da muss man aufpassen. Da muss man ein bisschen die Kehle feucht machen. Ich müsste eigentlich Wasser holen, aber gut. Der kommt gut vorwärts, 20 km/h, das ist gut, das schafft man. Wenn der Unkraut so schnell gehen würde, wäre gut. Schön gut. Okay, dann gehen wir auf. Haben wir es. Aber nicht können wir ausmachen. Können wir unsere Scheu anschauen? Aha. Einen kleinen Wald. Da stehen die Bäumchen. Stück. Bin ja gespannt, wann das kommt. An die wachsen oder in die ersten. Dann haben wir schön, schön weggeholzt hier. Mal sehen, nächste Wald wird dann höher. Weil die Bäume wachsen nicht. Nach. Ja.
müssen wir uns entweder noch einen Traktor verdienen oder eine große Spritze, damit wir hier schneller und besser arbeiten können. Müsste alle mal schauen, wie die Preise an sich entwickeln für Raps und für Hafer. Dann müssen wir dann nach vorne gehen, um besser sehen können, also absehen. Wir sind ein paar Bäume. Da kriegen nicht so viel raus. Das ist ein großer Baum. Da kostet mindestens 5 Stück bei raus. 5. Ja, 4, 5, bestimmt. Hat allein nur 3. Aber da können wir nicht ändern. Wir müssen aber sehen, dass wir im Wald abgeholzt kriegen, damit wir neu pflanzen können. Ja, also wir sind hier schon 4 raus. Genau, unterschiedlich. 5 sogar. So, und die Freude einfach. Das soll es für heute gewesen sein. Woher Forstwirtschaft. Wir haben das Wochenende geschafft. Ich hoffe, ihr habt noch ein schönes Wochenende gehabt. Wochenende. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich habe mich gefreut über das Reinschauen. Natürlich freue ich mich auch über jeden Like und jedes Abo. Ihr geht dadurch keine Verpflichtung ein. Ihr habt keinerlei Kosten. Das ist eure freie Entscheidung. Aber es würde mich freuen, wenn das alles... Wenn wir uns wiedersehen. Dann seid mal Tschüss und Winke Winke und ciao ciao. Bis dann. Ciao.